Und für einen Elektromotor brauche ich Schmieröl. Also Schmiermittel, und das habe ich noch nicht. Ja, ich könnte noch ein paar Dampfmaschinen machen, aber irgendwann ist halt Schluss. Die reichen nur bis zu einer bestimmten Länge. Das sind nur bis zu einer bestimmten Länge sinnvoll. Na, da kommt ja fast gar kein Wasser mehr an. Ich könnte hier noch eine Pumpe bauen, aber ob das was bringt, ist dann die andere Frage. So, hier, und da ist es. Sieben Liter. Ja, sieht jetzt nicht so aus. 8 Liter, knapp 10. Naja. Kohle ist hier voll. Der ist sogar fast leer. Gut, wo war ich bei den intelligenten Greifarmen? Hier auch wieder schnelle, ne? Und die kommen schon mal da rein, die brauche ich nicht mehr. Und die 50 hier unten auch. So, schnelle Arm. Und hier die Schaltkreise. Ja, die werden auch ziemlich schnell gemacht. Gut, dann das war jetzt blöd geplant. Dann kommen hier halt zwei lange Arme hin. So. Und der kurze nimmt die dann raus. So, und dann habe ich noch Licht. Nein, dann mache ich eben ein bisschen Licht. Und dann kommen die hier eben raus und laufen dann in die nächsten Maschinen für die Fläschchen. Eins ist schon mal fertig, die Batterien sind oben. Der Stahl ist fertig und jetzt müssen nur noch die roten Schaltkreise gemacht werden. So, und für die roten Schaltkreise braucht man grüne, Plastik und Draht. Okay, damit die Schaltkreise etwas flüssiger laufen, kommt dieselbe Konstruktion hier nochmal hier unten hin. Also hier jeweils eine Kiste, einen Platz lassen für die Arme. Nee, das war zu weit. So.
3. 1, 2, 3. Der nimmt raus, der nimmt raus. Der schnappt sich das Eisen. Und die holen sich Kupfer. So. Hier kann auch noch mal ein Strommast hin, dann ist es schon mal fertig. Dann werde ich mir hier das Eisen wegnehmen. Das heißt, das Band hier, das läuft hier unterirdisch lang. Das kommt hier rum. Ja. Und hier muss ich mir noch Kupfer klauen. Und zwar hier auf der Höhe. Also nochmal einen Teiler hier stellen. Ich brauche Bänder. Wo sind sie denn? Hier unten. So. Die müssten reichen. Also das läuft drunter, das auch. Das war das Falsche hier verbinden. Der läuft halt dann eben hier hoch. Und dann... Ach, das... Na doch, das stimmt. So. Hier dran. Und dann... Nur noch kopieren. Auch die Kisten. Ja, 4 Stacks. Und das soll hier rausgenommen werden. Dann wäre das Band auch schon mal doppelt. Okay. Dann, jetzt wo das Kupfer wieder ordentlich gebraucht wird, könnte ich die oberen Öfen schon mal aufwerten. Und was brauche ich nochmal dafür? Ziegelsteine und Stahlträger. Ein bisschen Stahl habe ich ja. Und Steine habe ich auch genügend. Dann wird da schon mal das Kupfer schneller geschmolzen. So. Nochmal. Kann ich noch irgendwas Schrotmäßiges? Ja, das braucht noch keine blauen. Das läuft. Das müsste auch wieder etwas voller werden, da ja jetzt schnellere Öfen gebaut wurden. Ja, es sieht ganz gut aus. Ja, das stockt ein bisschen. Okay. Das funktioniert. Vom Eisen her klappt es auch ziemlich gut. Öfen habe ich auch jetzt
genügend. Also wenn ich da ausbauen möchte, kann ich gleich die Hochöfen nehmen. Das mit der Forschung funktioniert ohne Probleme. Okay. Strom ist halt das, was gerade etwas rumzickt. Ich habe doch noch ein paar Lichter, oder habe ich die schon alle verbaut? Sieht so aus. Ja, dann stelle ich noch ein paar Lämpchen her. Dann kann hier noch ein Licht hin. Dass man das einfach hier alles etwas besser sieht. Okay. Da unten noch eins. Hier bei den Schaltkreisen. Auch. So. Okay, dann ist das etwas besser sichtbar. Und hier noch eins. Okay. Das Kupfer wird ziemlich wenig. Dann stelle ich hier nochmal zwei. Man braucht Strom. Ja, es ist schon etwas mehr. Vielleicht reicht's ja. Eisen gibt's genug. Und was macht das Öl? Es ist leer. Habe ich auch eigentlich nichts anderes erwartet. Aber Schwefelsäure ist fast voll. Batterien reichen auch. Plastik ist voll. Ja, und die zwei. Okay, dann bringe ich das Öl. Wie weit geht das? Hier. So, dann bringe ich das Öl eben da runter. Auf die Höhe. Das wäre hier. Okay. Die zwei können wieder weg. Das war nur zum Ausmessen. So. Dann kann das hier dran. Und das eben weg. Dann ist hier Platz für Tanks. So, und die Schrot schießt schon mal wesentlich schneller. Das ist sehr schön. Und für das auch noch mal ein Tank. Ja, wie gesagt, Petroleum wird halt permanent gebraucht und das eigentlich gar nicht. Man kann daraus Festbrennstoff machen, der halt wesentlich länger brennt als Kohle. Und aus Schweröl kann man noch Schmiermittel machen. Und das braucht man für Elektromotoren, für Expressfließbänder, für Expressteiler. Glaube ich, braucht man das auch noch. Ja, die kann ich noch nicht. Aber ansonsten hat Schweröl und Leichtöl eigentlich keinen Sinn. Das Leichtöl kann man am ehesten und einfachsten noch aufspalten im Petroleum. Ja, das kann ich auch noch nicht.
Dann braucht man Leichtöl und Wasser und dann wird daraus Petroleum. Und aus dem Schweröl mache ich dann meistens eben dieses Schmiermittel und Festbrennstoff. Denn es liegt sonst nur rum. Wasser habe ich genug. Okay. Dann mache ich eine kurze Pause. So. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ich habe mich nochmal schlau gelesen. Wegen den Dampfmaschinen. Und man darf 14 Heizkessel und 10 Dampfmaschinen anschließen. Dann ist es sehr gut ausgelastetes System. Da habe ich einen Fehler gemacht. Muss ich mal eben korrigieren. Weil ich habe da, ich glaube, über 12 von den Dampfmaschinen und das funktioniert so nicht mehr. Die Alien-Technologie kann ich mal schicken. 2, 4, 6, 8, 10. Da passen noch 4 hin. Die werde ich auch eben hier mal dran setzen. Wo sind sie denn da? 2, 3, 4. So. Weil dann kommt das auch gar nicht mehr klar hier. Ich könnte jetzt mal noch ein Röhrchen dran setzen, aber das möchte ich eigentlich nicht machen. Also wird das eben mal umgebaut. Ich mache zwar jetzt da ein Rohr dran, ich möchte das ganze System hier sowieso ein bisschen umbauen. Also ich möchte ja hier rüber gehen. Ich werde mal das Eisenband anders legen. Kann ich da? Nee, gut. Da habe ich mir nämlich jetzt was überlegt. Mal schauen, ob es auch so aufgeht. Die Kohle. Die müsste eigentlich auch hier rum. Dann kann ich immer hier von dem Band die Kohle abzweigen. Ich brauche Bänder. Und dann baue ich das gleich ein bisschen anders. Plastik wird ja momentan hergestellt. Dann kann ich mit viel Geduld eine Pumpe bauen. Eine Pumpe, ja, einen Motor bauen. Der braucht Schmiermittel, das ist kein Problem. Okay, der braucht eine Maschine für. Das macht nichts. Dann stelle ich oben einfach eine Maschine hin und schmeiße die Dinger manuell rein. Dann können die gebaut werden. So, das soll bis hierher gehen, das soll anders laufen und das drehe ich jetzt aber nicht so, sondern so.
dann muss genau hier ein Teiler hin. Damit das hier passt. Das ist absoluter Schrott hier. So. Ja, ihr seid leer. Ihr kriegt gleich. Ihr habt schon. Da, bitte. Wasser reicht. Ich werde das aber trotzdem mit der Pumpe machen, was ich davor habe. Weil ich brauche unbedingt noch so eine Dampfmaschinenstraße. Ich weiß nicht, wie man das nennen mag. Ich sage jetzt einfach mal Straße dazu. Dampfmaschinenallee. Dampfpark. Wenn es einen festen Namen hat, dann sagt ihr mir den bitte.